Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier diese Schriftrollen zu Gemüte geführt und er meinte dann plötzlich, er spürt eine seltsame Präsenz. Das war für mich ein super Anpfiff, sage ich jetzt mal, oder ein super Schlusspfiff, sodass ich erstmal einen Cut gemacht habe. Und jetzt schauen wir mal, wo und wenn ja, ob, nee, andersrum, ob und wenn ja, wo wir diese Präsenz finden können. Oh, was sieht das denn hier so komisch jetzt aus? Oh, was ist das? Okay. Fühlt sich so der Wahnsinn an? Das kann nicht real sein. Achso, das bin ich wieder. Wir sind jetzt quasi hier im Wasser, oder wie? Okay. Ist denn jetzt hier irgendwas? Sieht es draußen genauso aus? Moment, da ist was. All das hier sieht aus wie der Grund eines Sees. Ja. Kann ich raus, theoretisch? Nee, kann ich auch noch nicht mal. Okay. Also, das, die Antwort. Oh, der Fisch ist jetzt neu hier, oder? Was willst du mir zeigen? Okay. Hä, wo ist sie hin? Kann ich da irgendwas mitmachen? Hallo? Sie hält kein Baby, sondern irgendein schweres Objekt, um sich nach unten zu ziehen. Okay. Moment, da ist was? Ich glaube, ich habe etwas übersehen. Ja, da oben ist ein Typ. Hast du den übersehen? Keine Ahnung. Klettern? Oder muss ich bei ihr jetzt noch mal irgendwas machen? Ja, komm. An ihrem Bauch ist eine frische Wunde. Die Gestalt da oben muss Edward sein. Okay. Kann ich ihn jetzt hier? Okay. Load Game. Ja, Last Save. Der ist schon eine Weile her. Ich konnte nämlich jetzt gerade, nachdem ich rausgegangen bin, nicht mehr sichern. Das ist natürlich blöd. Gibt es hier automatisches Speichern? Okay. Dann würde ich sagen, machen wir von da aus weiter. In der Hoffnung, dass ich da nicht allzu viel neu machen muss. Anscheinend doch. Das heißt, ich muss jetzt alles noch mal lesen, oder was? Och, nee, ne? Ja, okay, dann würde ich sagen, werde ich das noch mal so weit spielen, wie wir eben waren, und werde euch dann gleich wieder hinzuschalten. Also ich darf offensichtlich nicht zu lange da dran stehen, so wie das aussieht. Aber ich konnte ihn ja nicht untersuchen eben. Jetzt ist er weg. Hä? Jetzt ist er wieder da. Ein Zettel. Ich nehme mein Kind mit mir, um es vor dieser verdorbenen Familie zu retten. Und er fällt trotzdem wieder runter. Oh oh.
Alles in Ordnung? Ach, ich hasse das. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt genau machen soll. Moment, ich steuere aber den Kreis, oder nicht? Nee, ich steuere das Kleine. Okay. Hallo, da ist nichts mehr. Haben Sie sie gesehen? Sie ertrank. Ruhig, Sie haben einen Schock. Weshalb sind Sie hier drin rumgeklettert? Wenn ich Ihnen das sagte, Sie würden mich für verrückt halten. Seltsam, genau das hat Ihr Vater zu mir gesagt. Okay. Was? Wer sind Sie? Mein Name ist Dr. Lia Faber. Ich habe Ihren Vater in der Anstalt behandelt. Die Anstalt? Gehen wir zurück ins Schloss und versorgen Sie. Warum sprachen Sie von einer Anstalt? Wie gesagt, Ihr Vater wurde in eine eingewiesen. Wie das? Wer hat ihm das angetan? Ich. Leider konnte er ausbrechen. Was? Augenblick mal. Wie können Sie es wagen, hierher zu kommen und... Ich hab's dir gesagt. Dein Vater war ein Irrer. Ein total durchgedrehter Irrer. Beachtet mich gar nicht. Sprecht weiter. Hä? Weshalb sind Sie hergekommen? Weil ich nicht weiß, ob die Geschichte Ihres Vaters schon beendet ist und ich mit ein paar Dingen noch meinen Frieden schließen muss. Und? Mit welchem Recht haben Sie meinen Vater in ein Irrenhaus gesteckt? Ich war seine Ärztin. Ich verstehe, dass Sie unter Schock stehen, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so mit mir zu reden. Ich habe versucht, ihm zu helfen. Er ist tot. Gute Arbeit. Jetzt hören Sie mal... Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Nein, nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Oh! Oh! Das ist das Dienstmädchen. Und ein Genickbruch, so wie es aussieht. Scheiße. Ich glaube, dann wird nichts mehr daraus, dass wir sie befragen können. Ich tippe darauf, dass es der Butler war. Es war immer der Butler. Eddie, alles wird gut. Reiß dich zusammen. Ich schlage vor, niemand geht mehr hinunter. Wir sollten den Raum so belassen, bis die Polizei kommt. Ich werde Sie sofort morgen früh verständigen. Was für ein unglücklicher Unfall. Ein Unfall? Das glaubst du? Gleich nachdem der Sohn dieses Irren hier aufgetaucht ist? Du warst es doch, der mit blutigen Händen über ihrer Leiche stand. Wie kannst du nur? Ich kam zu spät. Ich wollte ihr helfen. Sie war... Na, mein Junge. Bringen wir dich ins Bett. Angus, würden Sie... Natürlich, Madam. Ich denke, ein bisschen Schlaf wird uns allen guttun. Ich weiß, Sie haben keinen Grund dazu, aber Sie müssen mir vertrauen. Ich stehe hinsichtlich des Todes Ihres Vaters als Einzige auf Ihrer Seite. Lady Margaret ganz sicher nicht. Aber wenn ich Ihnen von der Kapelle erzähle, stecken Sie mich in eine Gummizelle. Wie meinen Vater. Ja. Wieso sind Sie hier? Um sicherzugehen, dass mein Vater wirklich unter der Erde liegt? Bei allem Respekt, Mr. Gordon, in diesem Ton können Sie nicht mit mir oder über meine Arbeit reden. Ich habe wirklich versucht, Ihrem Vater zu helfen.
Ihr Vater stand bereits unter starken Medikamenten, als man ihn zu mir brachte. Um weitere Gewaltausbrüche zu verhindern, sagte Lady Margaret zumindest. Aber irgendwas kam mir komisch vor. Wie ging es meinem Vater denn, als Sie ihn weggesperrt haben? Ich habe ihn nicht weggesperrt. Ich wollte ihm helfen. Er war überzeugt, dass irgendein alter Fluch auf ihm lag. Dass er vom Bösen verfolgt wurde. Ich wünschte, ich hätte ihn erreicht. Ihm helfen können. Sie sind ganz schön hartnäckig, was? Vielleicht lassen Sie sich mit ein bisschen Informationen abspeisen. Besessenheit von der Familiengeschichte, das uralte Böse. Vater war von der Familiengeschichte besessen, solange ich mich erinnern kann. Hat Ihr Vater wirklich geglaubt, die Familie sei hinter ihm her? Wer weiß. Aber ich glaube, was ihn wirklich ängstigte, ging über das Weltliche hinaus. Er redete ständig von einer dunklen Macht, die ihn und unsere Familie bedrohte. Brachte er Ihre Mutter und Sie deshalb nach Indien? Um diesem Ort möglichst fern zu sein? Ich glaube schon, ja. Und dennoch sind Sie hier. An eben dem Ort, vor dem er Sie schützen wollte. Wer weiß, vielleicht gibt es hier wirklich irgendetwas. Etwas, das uns zurückzerrt. Egal aus welcher Entfernung. Selbst von der anderen Seite der Welt. Und was glauben Sie? Hatte Ihr Vater recht? Gibt es Dinge jenseits des Physischen? Ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Wie eine ertrinkende Frau, die durch die Luft schwebt. Wenn Sie mir wirklich helfen wollen, ich muss erfahren, was das Hausmädchen wusste. Was Lady Margaret und Angus vor mir verbergen wollten. Sie glauben, das führte zu Ihrem Tod? Vielleicht. Was ich in der Kapelle gesehen habe, muss real sein. Sie muss sich unten im See ertränkt haben. Denn wenn ich mir das alles nur einbilde, wie der Vater so der Sohn. Wir müssen die Leiche des Hausmädchens im Keller untersuchen. Um ihren Mörder zu finden? Um sicherzustellen, dass es Mord war, bevor wir jemanden beschuldigen. Ja, und das werden wir auch tun. Aber ich würde sagen, das ist jetzt gerade so eine perfekte Stelle, dass wir jetzt erstmal einen kleinen Cut machen und ja, dann in der nächsten Folge weitersehen, wie es hier weitergeht, beziehungsweise ob wir irgendwas herausfinden können, wer der Mörder war. Und psst, der Butler war's. Es ist immer der Butler. Oder war es immer der Gärtner? Bis zur nächsten Folge. Ciao.